Bereitet euch vielleicht etwas anderes Magenschmerzen wie die schriftliche Heilpraktikerprüfung? Oder wie oft darf dein Darm Geräusche machen, ohne dass eine schwerwiegende Erkrankung dahinter steckt? Das und vieles mehr jetzt im neuen Challenge-Video zum Thema Verdauung. Und vergesst nicht, am Ende kommt noch der Tipp. Ja genau, was ist wieder wichtig für den Anfang? Also einmal die Anatomie. Es gibt ja viele Organe zum Thema Verdauung. Wo liegen die? Was sind deren Aufgaben? Gehört schon wieder zur Physiologie. Was liegt intraperitoneal? Das wird sehr oft gefragt. Und die verschiedenen Aufgaben natürlich. Dann Thema Erkrankungen, immer sehr wichtig. Wie sind die Unterscheidungen? Und auch, dass man unterscheiden kann, welche Symptome zu welcher Erkrankung gehören. Das ist hier beim Thema Verdauung manchmal gar nicht so einfach. Genau, ich habe euch wieder 4 Prüfungen zusammengestellt. In der ersten Prüfung geht es hauptsächlich Leber, Galle, Pankreas. Eine große Prüfung mit 60 Fragen. Dazu wird hauptsächlich die Anatomie gefragt, dann natürlich die Hepatitis, Ikterus, Leberzirrhose und die Pankreatitis. In der zweiten Prüfung geht es mehr um den oberen Verdauungstrakt mit 48 Fragen, wo es dann eben um den Magen geht, deren Erkrankungen, den Ösophagus und den Ulkus. In der dritten geht es dann um Darm und Darmerkrankungen. Auch wieder mehr Fragen, 54 Stück. Und da erwartet euch dann die Obstipation, die Appendizitis, die Zöliakie, Ileus, Karzinome und das Blut im Stuhl. In der vierten Prüfung dann mit 30 Fragen geht es dann einfach nochmal spezifisch um Erkrankungen wie den Morbus Crohn, die Colitis, Reizdarm und einfach die Differentialdiagnose. Es sind nämlich sehr, sehr viele Erkrankungen im Thema Darm und wichtig einfach, das muss man viel üben, dass man die einfach unterscheiden kann, weil es wird viel gefragt, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm. Genau, jetzt der Tipp am Ende, geht über die Magenschleimhaut, da werden bestimmte Sachen, bestimmte Zellen erzeugen bestimmte Enzyme und wer was macht, sage ich euch jetzt, nämlich da gibt es einen Satz. Die Belegschaft ist sauer und intrigant, weil die im Nebengebäude nur schleimen und die Hauptgeschäftsführer nur Pepsi trinken. Da geht es darum, dass die Belegzellen die Salzsäure und den Intrinsic-Faktor bilden, deswegen sauer und intrigant. Dann die Nebenzellen bilden den Schleim, die vom Nebengebäude schleimen nur und die Hauptgeschäftsführer nur Pepsi trinken. Das ist dann die Hauptzellen bildendes Pepsinogen. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, der Tipp euch weitergeholfen und haut rein mit der Prüfung. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ich viel geübt habe, kommt es vor, dass ich schon weiß, ah ja, da ist A und B richtig, da ist C und D richtig und dementsprechend lese ich die Frage gar nicht mehr genau und habe eigentlich kaum einen Übungseffekt, weil ich mir das optisch gemerkt habe. Dafür haben wir ein kleines Feature im Prüfungstrainer eingebaut und zwar kannst du die Antwortmöglichkeiten einfach mischen. Also da siehst du jetzt, das ist ABCDE. Aber wenn du hier draufklickst auf dieses Symbol neben dem Auge, dieses A bis Z mit dem Pfeil nach unten, dann mischen sich die Antworten durch und das, wo du bisher dachtest, ah ja, A und E ist richtig, ist jetzt plötzlich vermischt und dadurch kannst du, wenn du viel und häufig im Prüfungstrainer Fragen übst, trotzdem noch diesen Lerneffekt haben, weil du immer wirklich genau die Fragen lesen musst, wo ist jetzt die richtige Antwort und wo ist die falsche Antwort. Viel Spaß beim Üben!